Hans Haß, Tauchpionier, Meeresforscher und Unterwasserfilm-Visionär. Der berühmte Österreicher ist vieles gewesen, außergewöhnlich. Zu Gast bei ihm im Wohnzimmer blicken wir zusammen mit Hans Haß selbst auf sein Leben und seine unzähligen Erfolge zurück. Mit einem ganz privaten Blick. Das Interview mit ihm hat Robert Eichert 2010 geführt. 3 Jahre, bevor seine Reise auf dieser Welt in Wien zu Ende ging. Dort, wo auch alles begann. Am 23. Jänner 1919 kam Hans Heinrich Julius Haß in Wien zur Welt und verbrachte auch seine Kindheit dort. Die Leidenschaft fürs Wasser zeichnete sich schon sehr früh ab. Verbrachte er doch bereits viele Stunden mit Angel und Floß an der alten Donau, einem Seitenarm des Flusses an der Peripherie von Wien, wo seine Familie ein Wochenendhaus besaß. Den Rückhalt, seinen eigenen Weg zu gehen, bekam er vor allem von seiner Mutter. Meine Mutter, die also sehr mein Leben beeinflusst hat, die hat gesagt, es ist dein Leben, mach, was du willst. Sie hat mich entsprechend zur Selbstständigkeit geführt. Wir waren ein sehr enges Paar, wenn man so will. Sie war eine sehr hübsche Frau. Wir haben uns blendend verstanden. Während er im Wasser in seinem Element zu sein schien, war das in der Schule vorerst nicht der Fall. Am Anfang in der Schule, erst war ich im Schottengymnasium. Und ich war einfach das schlechteste Kind von allen, nicht? Ich habe nur herumgetobt und habe überhaupt nichts getan. Ich bin dann ins Theresianum gegangen und vom ersten Tag an war ich der Primus sozusagen. Als ich mein Abitur gemacht habe, hat sie gesagt, heuer schicke ich dich nach Paris, da haben wir Freunde, da kannst du wohnen und da rennen dir nur deine Hörner ab. Ich bin dann sofort nach Hossegor gefahren, an der spanischen Grenze, aber das war so kalt dort. Bin dann nach Dornepin gefahren, wo ich jahrelang mit meiner Mutter im Sommer immer gewesen war. Außerhalb der Schule konnte Hans Haß schon als kleiner Junge seine ersten Fischjagderfahrungen machen. Nicht zuletzt inspiriert durch seinen Vater. Mein Vater war ein sehr bekannter Rechtsanwalt und ein guter Jäger. Wir hatten eine sehr schöne Jagd bei Purbach. Das ist in der Nähe von Guttenstein. Und dort bin ich herum, immer mit Pfeil und Bogen, habe ich auf Forellen. Und da bin ich einmal nach, um eine Geschichte zu geben, ich war also wochenlang oft in dieser sehr schönen, einsamen Gegend nach Purbach. Und dann kam meine Mutter und ich habe sofort gezeigt, du schau her, da ist der Pfeil und Bogen, die ich mir geschnitten habe. Habe sie mitgeschleift, habe geschossen und es ist mir gelungen, einen mitten durchzuschießen. Nicht? Also für meine Mutter war ich ein Held. Ich habe natürlich nie einen zweiten Versuch. Das ist ja reiner Zufall. In seinen Jugendjahren machte Hans Haß seine ersten Tauchgänge in der alten Donau, ließ sich auch von anderen Tauchern inspirieren und erhielt bald darauf eine wichtige Erkenntnis über die Unterwasserwelt. Ich habe vor allem sehr bald gesehen, dass die verschiedenen Fischarten weit intelligenter sind, als man weiß. Wenn man Fische in einem Aquarium sieht, dann schwimmen die halt auf und ab, aber zeigen nichts von ihren geistigen Fähigkeiten. Aber wenn man unter Wasser mit der Kamera herumschwimmt, um gute Aufnahmen von Fischen zu machen und die überlisten muss, um nahe an sie ranzukommen, dann lernt man, dass sie ganz verschiedene Arten haben. Der Erfinder des neuen Sports der Unterwasserjagd, der Guy Kilpatrick, der hat durch Zufall an der französischen Riviera kennengelernt und das hat mein Leben total verändert. Die ersten internationalen Tauchexpeditionen folgen dann in naher Zukunft. Ich
bin dann 1939 mit Jörg Böhl und Alfred Wurzian ins Karibische Meer gefahren, um in die Tropen zu kommen. Und dort wurden wir dann vom Krieg überrascht und mussten 8 Monate bleiben im Krieg. Ich hatte das große Glück, ich war nicht frontverwendungsfähig, komischerweise. Das war mein wirkliches Glück. Und in diesen 8 Monaten haben wir täglich 5 Stunden im Wasser verbracht, mindestens. Und ich habe sehr viel getaucht und habe unter Wasser fotografiert und habe mich dann bemüht, Geld zu verdienen, um mein eigenes Forschungsschiff auszurüsten. Und ich habe dann Hunderte und Hunderte und Hunderte von Vorträgen in Deutschland gehalten und habe dann somit ein Schiff ausgerüstet, das kostete etwa 1 Million Mark. Also die habe ich irgendwie aufgebracht, da fragst du mich nicht wie. 1948 traf Hans Haß erstmals auf seine zukünftige Ehefrau Lotte Beierl und stellte sie als seine Assistentin ein. Mit auf Expeditionen durfte sie aber vorerst nicht. Nun, also, ich wollte zunächst ja nie eine Frau mitnehmen. Als problematisch ist noch besonders, wenn sie hübsch ist. Und der Herr Schuchmann von der Sascha-Film, der hat gesagt, wir können wenig machen, denn wir können, wenn sie unseren Film liefern, dann können wir das nur am Sonntagvormittag zeigen. Aber sie müssten mir eine hübsche Frau mitnehmen. Wie wär's mit ihrem Freund Lotte zum Beispiel? Da war ich umzirkelt von allen Seiten. Da habe ich gesagt, na gut, dann kommen sie halt mit. Und ich bin mit ihr nach dem Roten Meer gefahren. Und am ersten Tag habe ich ihr gesagt, Fräulein Lotte, ab heute sind Sie ein Mann. Und sie hat genau verstanden, was ich gemeint habe. Und hat das großartig gemacht. Natürlich waren die Männer alle verärgert über diese Frau, weil diese Frau dann alle Interesse an sich gelenkt hat. Die wollten ja Helden sein, die da mit mir mitfahren. Dass meine Frau da mitgefahren ist an meine Expedition, hat dazu geführt, dass meine Filme in aller Welt gezeigt wurden. Weil sie war so hübsch, und das war so hübsch, sie zu tauchen, sie war eine gute Fotografin, sie hat dies und das gemacht. Ich verdanke ihr viel von meinem Erfolg. Der Film Abenteuer im Roten Meer wurde ein voller Erfolg und sicherte Lotte seinen Respekt und die Zusammenarbeit in zahlreichen weiteren Filmen, die das Duo rund um die ganze Welt berühmt machte. 1950 folgte schließlich die Hochzeit der beiden, die sie auch abseits der Kameras zu Partnern machte. Eine besondere Faszination, die er auch mit seiner Frau teilte, galt den Haien. Trotz damaliger Annahme, dass es sich dabei um die gefährlichsten Tiere der Welt handle, wollte Hans Haß sie näher erforschen und auf Film bringen. Für mich sind die Haie besonders schöne und interessante Tiere. Man hat ja damals immer noch geglaubt, dass jeder Mensch dadurch gefährdet wird. Die Haie haben kein angeborenes Verhalten dem Menschen gegenüber. Weil in der kurzen Zeit ist das ja nie zustande gekommen. Alle Haie sind dem Menschen gegenüber am Anfang, also jetzt mit den vielen Tauchern, die da rum, jetzt haben sie sich schon daran gewohnt. Aber an und für sich gehören die nicht ihr angeborenes Inventar ihrer Nahrung. Ne? Das ist der Grund, warum es die große Schwierigkeit darin besteht, überhaupt in die Nähe eines Hais zu kommen. Wenn man da möglichst früh taucht, da kommen aus der Tiefe Hai, ja, wusch, die schwimmen zweimal herum und sind schon wieder weg. Ich war immer vorsichtig, ich war nicht verrückt. Aber im Augenblick, wo ein Hai aufgetaucht ist, bin ich sofort hingeschwommen, weil ich diese Tiere einfach sehr gern habe und dann ihr Verhalten studiert habe. Jahrelang, wo immer mir die Leute gesagt haben, wenn sie da ins Wasser gehen, dann werden sie aufgefressen. Da habe ich gesagt, wunderbar, da gehen wir sofort als allererstes, damit man überhaupt Haie sieht und sie findet. Nicht?
Also der langen Rede kurzer Sinn, Haie sind nicht gefährlich. Wenn ein Hai aufgetaucht ist, ist meine Frau sofort zu ihm hingeschwommen, damit wir ja ein Foto von ihr plus Hai machen. Über die vielen Expeditionen und Erfolge hinweg blieb Hans Haß aber immer noch bescheiden und sich selbst treu. Wir müssen sparsam werden, bescheiden werden. In unserem eigenen Interesse und auch, man hat ja gar nicht die Zeit, wenn ich die Nahen, die möglichst viel Geld verdienen, so what? Dass sie viel glücklicher sind. Natürlich gibt es manche, die sich da ein ganz teures Bild kaufen und so. Und schön und gut, aber wesentlich ist das nicht. Das Wesentliche ist das Leben. Bis zum heutigen Tag habe ich nur mit allem, was ich brauchte, das habe ich mir selbst verdient, auf irgendeine Weise. Aber auch mein Vater war ein reicher Mann, aber ich habe keinen Groschen von dem aufgenommen. Ich weiß nicht warum, aber ich wollte halt einfach nicht beeinflussbar sein. Aber das heißt, ich bis heute nicht. Also bin ich in einer gewissen Hinsicht sparsam. 1960 entschloss sich Hans Haß, die Filmexpeditionen erstmals hinter sich zu lassen und sich der Evolutions- und Verhaltensforschung zu widmen. Anstoß dazu bot ihm das Jahr davor, das von anstrengenden Expeditionen und Leistungsdruck geprägt war. Ich war sehr interessiert an der gesamten Evolution der Lebewesen. Nach meiner letzten großen Expedition auf der Xarifa, das hat immerhin ein Jahr gedauert, wo wir im Indischen Ozean waren, bis Singapur sind wir gekommen, sind überall gekreist, habe ich eigentlich alles gemacht gehabt, was ich wollte und habe dann das Schiff verkauft. Die letzte Expedition war wirklich sehr schwierig, weil uns fehlten etwa 200.000 Mark oder damals. Und da bin ich zur BBC gegangen und zum deutschen Fernsehen Leuten, die haben gesagt, okay, das Geld ist keine Affäre, aber sie müssen schriftlich uns bestätigen, dass sie uns 26 Halbstunden Filme in diesem einen Jahr für uns herstellen werden. 26 Filme, Halbstunden. Jeder Film soll gut sein. Jeder soll eine eigene Geschichte machen. Wir waren ja 24 Leute an Bord und schon die Führung eines solchen Schiffes ist ein full man's job, ne? Dass ich in diesem einen Jahr wirklich diese 26 Filme noch zusammengebracht habe. Die wurden von der BBC dann als die beste Produktion des Jahres. Die Leute haben alle geglaubt, ich bin eher ein Engländer. Ich sprach sehr gut Englisch und so. Ich war einfach tot. Also ich war schon ein guter Expeditionsleiter. Aber dieses letzte Jahr war für mich so schwierig, dass ich gesagt habe, jetzt habe ich das gemacht und es gibt schon so viele Taucher auf der ganzen Welt. Die Sache läuft und so habe ich mich dann erst einmal 10 Jahre nur mit der Evolution beschäftigt. Aber die Meereswelt blieb trotzdem nie ganz aus seinem Sichtfeld. So schrieb er in seinem Buch Der Hai Management, dass wir Menschen sehr ähnliche Instinkte wie Haie besitzen, die es zu erkennen und zu steuern gilt. Es ist diese Gier nach Geld, nicht? Und das Entscheidende von der Energon-Theorie ist, also mein Buch Der Hai Management, ist, dass das Wichtigste von allen ist, dass man nicht an den eigenen Vorteil bedacht ist, was jeder sagt, greift zu, sondern dass man darauf ausgerichtet ist, an die Interessen des Kaufinteressierten. Also das Wichtigste ist nicht, an den eigenen Vorteil zu denken, sondern dass ich dem anderen bei seinen Vorteilen helfe, dann gewinne ich ihn als wirklichen Käufer. In all den Jahren bereiste Hans Haß fast die ganze Welt. Und doch behielt die alte Donau immer einen besonderen Platz in seinem Herzen.
Ja, sowieso. Ich fahre immer wieder runter an die alte Donau. Ich liebe die alte Donau. Meine Frau liebt die alte Donau. Über 100 wissenschaftliche Publikationen, 31 Bücher und 30 Filme. Erfolge, die sich sehen lassen können. Trotzdem schien Hans Haß auch in den letzten Jahren seines Lebens noch nicht genug bekommen zu haben. Na gut, also ich war halt immer fleißig und werde es immer sein. Jeder Taxi sagt, jetzt sind Sie schon 90, willst du uns doch immer arbeiten? Dann sage ich, bis an mein Lebensende, weil sonst macht mir das Leben gar keinen Spaß. Ne? Für mich war es nie genug. Also, ich habe natürlich versucht, nach Besten meine Zeit gut einzusetzen, aber wie Sie sehen, unser Leben ist sehr einfach verlaufen und sehr gut verlaufen. Aber ich werde immer weiter tätig sein. Das ist mein Leben. Mich interessiert so viel. Man lebt ja nur einmal. Ich war interessiert an allen neuen Dingen. Nicht? Deswegen habe ich in der Schule, wie ich dann im Theresianum war, ich habe mich für Chiromantie, also für Handlesekon, für Graphologie, für Kueismus, alle diese absonderlichen Sachen, die die anderen nicht interessiert haben, die haben mich immer interessiert. Das war also unser letzter Rückblick auf Hans Haß' Leben. Ein erfolgreiches und ereignisreiches zugleich. Dem stimmte Hans Haß selbst auch zu. Und wenn er die Chance gehabt hätte, sein Leben von vorne zu beginnen, so verriet er Robert Eichert, hätte er es genauso noch einmal gemacht.